So, hallo, ich begrüße euch. So, wir warten, bis der Download abgeschlossen ist. Nein, ich denke mal, für den ersten Part Mario Maker 2 ist dieser Download hier irrelevant. Dann kann ich auch später machen. Das sehe ich gerade nicht ein. Habt ihr das gesehen? 2 Stunden? Nein. Ich will das jetzt starten. Das. Oh, mein Gott. So, ja, Mario Maker 2. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich weiß nicht, wie lange wir dieses Projekt haben werden, ob es mal so ein Zwischenprojekt ist, immer mal wieder so ein bisschen was. Wenn ihr Level baut in diesem Spiel, schickt die mir auf irgendeine Art und Weise zu. Was weiß ich, Twitter, Kommentare, wie ihr das halt möchtet. Ja? Aufnahmetechnisch, ich hoffe, es ist alles synchron. Getestet habe ich's. Ah ja. Also ich kann jetzt drücke Z und L und da, also drücke Z, L und ZR, aber ich kann auch im Menü spielen. Dann spielen wir doch erstmal im Menü. Dann komme ich schon mal in die Steuerung rein auch. Ich weiß ja nicht, wie die Steuerung ist, vor allem beim SMB-Teil, ne? Es ist noch ein bisschen laut eigentlich. Kommt es bei euch auch so laut rüber? Ich kann mal gucken. Oh, was ist das denn? Ah, das gibt 10 Münzen, Hilfe. Also es ist ein bisschen laut, kommt es mir vor. Aber ich glaube, das ist nicht bei euch, das ist nur mein Fernseher. Jo. Okay. In der Aufnahme dürfte es nicht so laut sein. So. Zumindest, es schlägt nicht so weit aus wie ich. Das heißt, man müsste mich hören können. Ja, sieht okay aus. Und sonst reguliere ich es nachher. So. Warum will ich den befreien? Aua! Okay, der geht auf auseinander. Das finde ich aber gerade cool, dass man im Menü spielen kann. Oh nein, hätte ich da runtergekonnt? Nee, da komme ich auch so nochmal ran. Was ist das denn? Hilfe! Dem geht's doch zu gut hier. Was ist da drin? Pilz? Muss ja ein. Ah ja. Muss ja irgendwas drin sein, dass ich Dinger kaputt machen kann nachher. So, mach dich mal weg. Nu! Lass mich rüber. Wie lang geht das? Ah, okay, alles klar. Was? Man kann da drüber springen, okay. So, wir haben das Spiel durchgespielt. Und jetzt kann ich wahrscheinlich wirklich nur ZL und ZR drücken. Bauen, spielen. Spielen. Ah ja. Abenteuermodus Level aus aller Welt, Speicherbot. Was ist der Speicherbot? Aha. Das heißt, die muss ich. Okay, Level aus aller Welt, da kann ich dann nach Leveln suchen. Oder halt zumindest. Ja, und dann kann ich die da entsprechend speichern. Okay. Gut, eigene Level ist klar. Die, wenn ich die gebaut habe, landen die da. Wie komme ich zurück? Was? Was bist du? Ah, du bist so ein Tutorial. Nee, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Das lassen wir erstmal so wie. Ach, ah! Nee, ist mir so lieber, weil dann habe ich Y auf Rennen und das verspringt. Ja, das ist mir so lieber. Mitteilungen an Baumeister senden. Nicht senden. What? Kommentare zu eigenen Leveln sind freigegeben. Ich baue eh nichts, aber ist egal. Ah ja. Ah ja. Okay. Charakter habe ich, kann ich hier im Moment nichts auswählen. Gut. Das waren riesige Optionen.
Okay, dann gehen wir mal in Level aus aller Welt. Nein, dafür brauche ich das ja. Oder ist das jetzt ein kleines Update nur? Ist das jetzt das große Update, weshalb ich hier gerade 2 Stunden sitze? Sitzen wir? Nee, das geht jetzt schneller. Das geht jetzt deutlich schneller. Ist das das gleiche Update und es hat jetzt einfach gecheckt, dass es schnell sein soll? Oder ist es ein anderes? Es muss ein anderes Update sein. Also das können wir auch kurz laufen lassen. Okay. Komm, gib mir die Minute. So, ist brav. 76, 79, 80. 84, 86, 89, 93, 96, 98. Hey! Ja, aber das machen wir im Hintergrund. Das ist jetzt das Große, ne? Das ist das komische Große oder so. Egal. Gut, das passt. Ah ja. Kann ich hier direkt ZL, ZR? Nein, kann ich noch nicht. Also so lange muss ich es laufen lassen, anscheinend. Okay. Haben wir schon mal gesehen. Ah ja, guck mal, jetzt haben wir 101. Gut, spielen immer noch. Level aus aller Welt immer noch. Okay. Bevor du Level aus aller Welt spielst, solltest du einen Mii und einen Namen für dich als Baumeister aussuchen. Geht das schnell? Ach komm, ist das jetzt... Ist das jetzt deren Ernst? Ah, oh, verdammt. Was ist? Wo kommt der denn her? Wer ist das? Okay, warte. Wir sehen uns gleich wieder. Das sieht super merkwürdig aus. Aber okay, wir haben ein Mii erstellt. Oh, Junge. Dankeschön. Vor allem, ich kann mein Mii aus dem DS nicht einfach übernehmen, weil dafür bräuchte ich ein Amiibo. Natürlich. Ich kaufe mir ein 12 € Amiibo oder ein 13 € Amiibo oder ein noch teureres Amiibo, um Mii zu übertragen. Klar. Gut. Willkommen bei Level aus aller Welt. Hier kannst du von anderen Nutzern hochgeladene Level spielen, herunterladen und ihnen Herzen toll verleihen. Weiterhin kannst du Errungenschaften anderer Spieler sehen, sowie die Level, die sie gespielt und denen sie Herzen verliehen haben. Informationen zum Spiel. Aha. Ja. Okay, wann löschen Sie Level? Der Nutzer hat im Spiel auf aufdringliche Art und Weise andere Nutzer zur Vergabe von Herzen aufgefordert. Aha. Also sowas wie Please vote oder so ist dann nicht so gut. Schön. Dann hoffe ich aber auch, dass Nintendo das durchzieht. Der Nutzer hat Fehler im Spiel ausgenutzt, entweder von Baumeister-Levels. Ach komm, lasst halt so Glitch-Level oder sowas, lasst es halt durch. Wenn's, ne, so ein paar coole Kaizo-Sachen wären doch auch ganz nett. Vor allem, was macht denn dann Panga? Na gut. Nein, Panga schafft es ja eigentlich sogar, so nette Sachen zu bauen. Level-Daten wurden auf unerlaubte Weise manipuliert, ja gut. Nutzer beim Online-Spiel wiederholt die Verbindung abgebrochen. Okay. Jegliches anderes Verhalten, das eine Verletzung der. Okay. Natürlich. So, das heißt, hier könnte ich jetzt Level suchen. Und zwar wie? Das interessiert jetzt natürlich. Also erstmal hier, ich könnte sortieren nach vielversprechend. Ich könnte nach beliebt sortieren. Ich könnte nach neu sortieren. Da kann ich gucken, was gerade alles eingesendet wurde. Ich könnte nach Detailsuche sortieren.
wie auch immer Detailsuche jetzt aussieht. Detailsuche. Aber was sind die Details? Man weiß es nicht. Okay. Und das sind wahrscheinlich Favoriten von mir oder sowas. Ja. Alles klar. So, das ist dann das Menü. Da bleiben wir jetzt mal nicht. Wie kann ich denn jetzt nach Nummern? Ich muss auch irgendwie Nummern einsortieren können. Nach Nummern suchen können, oder? Ach, hier, ID. Genau. Wenn ihr mir also eine ID oder euren Namen gibt, dann kann ich danach suchen. Alles klar. Ja, das funktioniert dann ja. Gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Wieso habe ich jetzt so ein Nintendo-T-Shirt? Was ist das denn? Oh, es wird nicht besser. Okay, das ist besser. Gib mir lange Hosen. Nein. Okay. Da scheint man... Oh, nee, das ist mir zu... Oh, das... Was ist das? Oh, nee, das sieht doof aus. Nein! Nein! Nein. Okay, okay, okay. Wir Quatsch, ey. So ein Quatsch. Okay, da kann man wahrscheinlich im Laufe der Zeit Sachen freischalten. Oder sie mit V-Coins kaufen. Gesicht ändern. Ach so, ich kann... Ah, okay. Das kann ich also tatsächlich tun. Gut. Gut, gut, gut. Baumeister-Ranglisten, das sind dann wahrscheinlich die Leute selber, die... Ah, man kann Baumeister-Punkte bekommen. Okay, Spieler gibt's auch. Ah, ja. Wegen nach abgeschlossenen Level ist es dann sortiert oder so. Okay, cool. Gut. Was ist das? Ist das zum Beispiel diese 100 Mario Challenge? Ah. Das sieht doch genauso aus. Sollen wir uns gleich mal an eine schwierige wagen? Oder ich will probieren, glaube ich, mal normal aus, oder? Oder habe ich jetzt nur 5 Marios, weil ich da oben 5 sehe? Wenn du ein Level eines anderen Nutzers spielst, sehen andere, dass du dieses Level gespielt hast. Ja, ja, meinetwegen. Dann sieht er das halt. Aber ich habe nur 5 Leben, ja? Ich habe doch keine Ahnung von der Steuerung. Ja, let's go. Wahrscheinlich hätte man erstmal den Karrieremodus spielen sollen. Aber ist doch egal. Ich will solche Sachen machen. So, the 6 Exams. Also man muss anscheinend die rote Münzen sammeln, 6 Stück. Und es gibt dann pro Münze, kann man immer einmal speichern. Ich habe jetzt ja auch keine Save States, ne? Ich muss jetzt ja alles am Stück schaffen. Okay, das ist die Bob-Omb-Herausforderung. Ah, verstanden. Oh boy. Und schon vorbei. Okay, cool. Kriegen wir hin. Ach, der kommt wieder. Ach so, hä? Ja, aber wenn der wiederkommt, dann ist es ja keine... Hä? Ach, die bleiben sogar, die Blöcke. Hä, ich dachte, ich muss das am Stück schaffen. Hä? Oh nein, das ist das... Ach so. Ja gut, ne? Wenn der da drüber läuft. Da hat jemand nicht mitgedacht. Weil, wenn die Blöcke eh bleiben, dann ist das ja völlig irrelevant. Ich dachte, man muss das an einem Stück schaffen. So, und jetzt kann ich die Flagge auslösen. Oh. Oh. Oh, da habe ich nicht mitgedacht. Oh, verdammt. Das heißt, jetzt muss ich... Oh, no. Das ist halt sein Ernst. Ach so, hä? Hä? Ah, das geht ja.
Aber wie gesagt, Problem ist, ich habe die Flagge schon ausgelöst. Ich hätte die. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte jetzt, ich kann die jedes Mal neu auslösen. Aber die hätte ich dann praktisch nach 3 Münzen auslösen müssen oder so. Das wäre schlauer gewesen. Ja, war blöd. Ist da oben wieder irgendwas runtergefallen? Hä? Moment. Die kann man sich aufsetzen, ne? Irgendwie kann man die sich aufsetzen. Also jetzt natürlich nicht so gut. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Jetzt sind die Münzen weg. Schande. Also das kann ich mir irgendwie aufsetzen, wenn das runterfällt. Richtig? Yes. Und dann kann ich damit, weiß ich nicht, Dinge tun. Bin ich da jetzt vor dem Swamp geschützt? Yes. Und ich muss jetzt das sogar mitnehmen, weil ich dann hier damit hochkomme. Ah ja. Aber alle 6 Münzen jetzt am Stück schaffen, ist ja schon. Ah, das ist blöd gemacht. Weil, wenn ich jetzt einmal sterbe, ist schon wieder vorbei. Das ist ungünstig gebaut, würde ich mal behaupten wollen. Nehme ich den jetzt eigentlich mit? Oh, cool. Aber ist das dann nicht. Ist das eine Reset-Röhre? Ist das eine Reset-Röhre? Nein, das ist das Ende. Dass ich mir jetzt komplett verbaut habe. Also, ich kann es neu starten, offensichtlich, ja? Das kann ich wohl. Kommentare. Kommentare an. Sehe ich hier irgendwo Kommentare? Bisher nicht. Dann starten wir es mal neu. Dann starten wir es mal neu. Ist jetzt Neustart wirklich ein Neustart, oder? Ah ja. Okay. Also diesmal bin ich sorgfältiger, was die Flagge angeht. Und das war natürlich richtig dumm, ne? Man kann sie mit einem Ding das hier dann komplett verbauen. Was soll das denn? Ansonsten ist die Idee an sich ja cool. Da kann man nichts sagen. Oh, ich muss wieder zurück. Okay. Okay. So. Soweit, so gut. Die da oben möchte ich eigentlich jetzt noch nicht speichern. Das könnte ich mir auch schon mal holen. Aber wie werde ich denn diesen Hut dann wieder los? Nee, das will ich mir noch nicht holen. Wir machen erstmal das hier. Das kenne ich nämlich noch nicht. Ah, okay, verstanden. Oh, was zur Hölle? Okay. Jetzt springe ich da noch. What? Jetzt springe ich da rein. Jetzt springe ich da raus. Okay. Den Bob Omb können wir uns auf jeden Fall auch schon mal holen. So wie den Pi. Ah, nee, den Pi-Switch möchte ich lieber.
der könnte mir gefährlich werden. Aber eigentlich ist das doch bestimmt so gedacht, dass man das hier am Stück schafft. Ne? Weil wenn ich das jetzt hier alles vorbereiten kann... Das ist ja keine Leistung. Aber hey, meinetwegen. Was immer funktioniert. Oh. Wie gesagt, was immer funktioniert. Dann machen wir es halt so. So. Was fehlt jetzt noch? Es fehlt jetzt noch der Schuh, den ich nicht kenne, dieses Stachelding und da oben das, was wir schon kennen. Okay. Machen wir als erstes mal den Kollegen. Aber warum ist denn da hinten der erste P-Switch, wenn dann da vorne eh einer neuer runterfällt? Dann hätten wir den doch auch gleich dahin setzen können, so wie es jetzt ist. Also alles verstehe ich nicht. So von der Logik her, wie das gebaut wurde. So. Den Stachelfritzen mache ich zum Schluss. Das kenne ich noch nicht. Ah ja. Ah ja. Und jetzt? Oh, okay, alles klar, alles klar. So, ne, so was? Okay, kann ich wechseln? Ja, ich würde gerne... Ich brauche hier doch den Großen. Den Kleinen. Habe ich das jetzt auch schon versaut? Ah, mit L steige ich da aus. Okay. Mit L oder mit R? Ja, gut zu wissen. Zu spät. Kann ich den jetzt neu starten, den Raum? Der ist doch jetzt kaputt schon, oder? Man resettet ja nichts wie in echt. Oh doch, der ist wieder da. Oh no. Oh no. Oh Gott. Okay, gut, 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 gut. Dann ist alles in Ordnung. Wie, was? Wie hätte ich das denn machen sollen? Alter! Gib dir gleich. Was war das? Minus? Ah, okay. Oh, das ist aber ganz schön knapp, wenn es nur mit 3, 2, 1 läuft. Aber dann brauche ich den Pilz ja gar nicht, wenn ich da nicht groß sein darf. Das war doch gerade das Problem, dass ich groß war, oder? Ja. Wieso gibt der... Hä? Kann ich dazwischen laufen? Okay. What? Kann ich da reinlaufen? Okay, das kann ich. Ich darf nur nicht an die Decke damit springen, oder was? Okay, ich darf mir nur nicht den Kopf stoßen. Aber wenn ich nicht groß sein darf, wieso gibt er mir den Pilz an? Die anderen Räume sind nicht so trollig. Was nehme ich? Was brauche ich denn jetzt? Oh no. Oh, ich dachte jetzt, die hauen ab.
Ich muss jetzt echt den ganzen Weg zurück, ja? Also verglichen mit den anderen Räumen ist das halt dann, weiß ich nicht, ungünstig. Ach du Schande. Okay. Mit dem kann ich keine Stamp. Ich kann nur mit den großen eine Stampfattacke machen. Okay. Ah ja. Ja, jetzt kann ich mir den Pilz holen. Wieso ist das jetzt wieder da? Ich war doch schon oben. Ach, weil ich tot war, ne? Also ein Tod würde das auch resetten. Moment, kann ich jetzt nicht einfach? Lul. Der ist eigentlich auch total nutzlos. Ich meine, es ist... Ah, nein, ich brauche ihn ja hierfür. Ja, voll nutzlos. Voll nutzlos ist der. Ich bin so eine Nuss. Gib mir. Danke. Jetzt warte ich ab. Na komm. So. Dreißig Jahre später. Gut. Das war der Plan. So, jetzt fehlt mir noch eine rote Münze, dann haben wir tatsächlich das erste Level geschafft. Oh Gott, ist das doof. Ah, das ist der Du musst klein sein Button, den aber in dem anderen nicht eingebaut hat. Aus Gründen, die nur er kennt. So, wetten, jetzt versaue ich das, wo ich es schon zweimal geschafft habe. So, gib mir nochmal einen. Oh Gott, jetzt ist die Aufregung halt größer, als die letzte Münze ist. Okay. Oh Gott, gib mir den Schlüssel. Dankeschön. Eieiei. Jetzt kommt noch ein Bowser-Boss am Ende oder so ein Quatsch. Nein, komm, gib mir das Ziel dann. Sonst bin ich Salty. Du willst nicht, dass ich Salty werde. Oh no. Wieso habe ich jetzt was? Ich habe den Schlüssel jetzt aber schon genutzt, ja? Wieso habe ich denn jetzt gar keine Münzen mehr? What? Nein. Was zur Hölle? Warum? Was war das denn? Okay, hallo Goomba. Okay, das ist jetzt... man merkt, das ist eine andere... das ist eine ganz andere Steuerung. Da habe ich jetzt Wandsprünge. Sehe ich das richtig? Ja. Weil das ist die New Super Mario Dings. Und da unten war super schwierig. Dann gehen wir doch natürlich super schwierig. Dankeschön. War wirklich super schwierig. Oh, Mist.
Wait. Hätte ich? Oh no. Oh no. Das war ja nicht so gut. Okay, aber verstanden, wie das funktioniert. Kann ich jetzt hier Kommentare angucken? Null. Kann ich einen schreiben? Ne, melden will ich es nicht. Aber kann ich es jetzt nicht nachträglich noch... Erhaltene Herzen 1. Ich hab's halt teilweise einfach nicht verstanden. Es war irgendwie ungünstig gebaut. Mit Abmesse. Es war jetzt nicht komplett schlecht oder dumm. Aber es war irgendwie ungünstig gebaut. Komm, aber Hyperloop spielen wir jetzt nochmal. Das spielen wir nochmal. Oh, no. GG. Ach so, ich kann ja von selber. Der startet ja von selber jetzt 9, ne? Okay. Also. Kann ich durch die Röhre in den Feuerball schicken? Ah. Ah, ja, das kann ich doch erst, muss ich erstmal erfahren. Sehr gut. Hui. Was ist das denn jetzt hier? Der geht aber auch absolut nicht unter den Block. Der geht einfach nicht unter den Block, okay. Gut. Hä? Ach, ich kann den von der Seite berühren. Ah, ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay. Jetzt weiß ich halt nicht, ob da wieder eine Pflanze auf mich wartet. Also schicke ich schon den Feuerball rein. Okay, ich schicke keinen Feuerball rein. Wo ist eigentlich mein Drehsprung? Hä? Hab ich keinen? What? L? Oder R? Okay. Aber das ist auch kein so richtiger Dreh. Das ist nicht so das, was ich als Drehsprung... Warte, habe ich einen Dreifachsprung? Ja, ne? Ach du Schande. Nee, habe ich nicht. Wait, wie soll ich da hochkommen? What? What? Oha, okay, ich muss schneller. Ah. Das ist sowas wie der Pi-Meter, ja? Aber dann, hä? Habe ich keine... Nee, habe ich keine drei Sprünge. Oder bin ich einfach nur doof gerade? Oh Gott. Oh, warte mal. Ich glaube, das war nicht so gut jetzt. Nein, das war nicht so gut. Okay, ich drück mal den on off da oben.
Ah ja. Hä? Ah! Der. Ach so! Ja, dann muss ich ja trotzdem, muss ich ja sowieso unten rum. Was erzählt ihr mir denn dann von super schwierig? Dann habe ich doch eh nur diesen Weg zur Auswahl. Und es ist versaut, sobald ich die Blume verliere. Wait, jetzt ist es wieder oben. Wieso ist es jetzt wieder oben? Oh no. Ah doch. Geht sogar. Hat der da oben abgeschlossen? Das werden wir nicht erfahren. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall schlau, im nächsten Part erstmal sich den normalen Modus anzugucken. Ich glaube, dann kriegt man so ein bisschen beigebracht, was die verschiedenen Modi können. Das zum Beispiel das Springboard. Für mich war das Springboard bisher ein Gegenstand, der, wenn er einmal da ist, dann bleibt er da, wo er ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt drehen die immer wieder um, ja. Okay. So, jetzt kommt das Springboard runter, weil jetzt das Ding an und off ist. Ach was. Ah ja. Was war der Kommentar? Nein, ich will sie lesen. Nee, toll war es jetzt auch nicht gerade. Kann ich jetzt nicht die Kommentare lesen? Ach, hier. Das war nicht vom Ersteller. Ach so. Das hat der Typ kommentiert. Ah nee. Kann ich das nachträglich kommentieren? Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das? Ich kann es nicht nachträglich kommentieren. Ach, komm schon. Okay. Okay, okay, okay. Aber wir haben das verstanden. Wir haben das verstanden. Gut. Ich verstehe noch nicht die Detailsuche, weil ich kann keine Details eingeben. Ich habe nichts gesagt. Okay, lass mich mal kurz noch ein SMB-Level spielen. Oberwelt, Himmel, Unterwelt, Wald. Ist das hier das Gleiche? Achso, das ist hier das Gleiche. Die Overworld ist für mich die Karte. Aber bei Super Mario Bros. U, da habe ich den Dreisprung. Das war 3D-World, was wir gerade gespielt haben. Ah, ja, 3D-World habe ich halt nie gespielt. Okay, hier habe ich den Dreisprung. Verstanden. Also gut, wir spielen jetzt mal in Oberwelt. Schwierigkeit. Kann ruhig mal schwierig sein. Lass mal von dem Deutschen. Ah, oder haben wir das nicht? Eigene Region. So.
kann ruhig alles, fast alles sein. Hä? Okay, ich kann das hier ausschließen oder einschließen. Finde ich gut. Wahrscheinlich kann man da selber was eintippen, keine Ahnung. Ruhig eins mit einer niedrigen Abschlussrate. Ja, komm. Lass mal gucken. I am sorry if this level is bad. This is my first level. 0% Abschlussrate. Ja, let's go. Ja, let's go. Von GXWolf 3. Mich interessiert jetzt halt vor allem die SMW-Physik. Darum geht's mir. Oh mein Gott. Nein. Nicht die Sonne. Kommt die sofort? Die kommt sofort. Ach du Schande. Stirb, Sonne. Schade. Kann ich auf der Sonne... Wo ist mein Spin-Jump? Oh nein. Auf LR, wirklich? Also wie bei dem anderen auch. Ach du Schande. Was? Das hier ist mein Spin-Jump doch eigentlich. Kann ich darauf Spin-Jumpen jetzt oder nicht? Ja, wir werden es rausfinden. Oh mein Gott, hallo. Oh mein Gott. Das ist alles ganz normal. Okay. Oh nein. Oh Gott, was? Alles klar. Jetzt ist die Sonne weg. Gut. Gut, Problem gelöst. Natürlich ist ein Wickler unter Wasser. Ja, na klar. Ja, logisch. Nee, ist alles in Ordnung. Ich kann mich nicht nach rechts drehen. Jetzt kann ich mich nach rechts drehen. Ich konnte mich gerade nicht... Hä? Ich kann mich manchmal nicht nach rechts... Hallo? Boah, die Schwimmphysik ist ja dermaßen... Oh mein Gott. Ja, tschüss. Die Schwimmphysik ist ja dermaßen komisch. Hey, Midway Point. Keine Sonne mehr. Sehr gut. Oh, gut. Das war dein Fehler, mein Freund. Wie sieht das Fliegen hier aus? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier fliegen sollte, aber... Ab wann kann ich hier fliegen? Wie sieht die... Woran sehe ich jetzt meinen Pi-Meter? Na, vergiss es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Okay. Okay, 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 alles klar. Okay. Oh, das ist ein schöner Start. Da wird man erstmal von dem Viech überrascht. Kann man machen. Muss man nicht. Da kommt immer eine Feder raus. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal vorsichtig hier. Wait. Da oben ist eine Lücke. Was? Da ist ein Leben. Das heißt, man soll hier hochfliegen. Aber ab wann habe ich hier den Speed drauf, um hochzufliegen? Normalerweise sind es ja viel mehr als 5 Blöcke. Es müsste also eigentlich locker reichen, aber es reicht halt einfach nicht. Oder ich mache irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. Oder ich darf halt einfach nicht so denken wie SMW. Das reicht jedenfalls nicht. Ich kann nicht Anlauf nehmen hier. Geht nicht. Ich müsste eigentlich auf den Dingern auch Anlauf nehmen können. Das würde vollkommen ausreichen normalerweise. Aber nix. Der macht nicht mal den Ansatz von einem Pi-Meter. Ja, keine Ahnung. Okay, dann halt nicht. Ach so, Moment. Ja, klar. Okay. Zappelt der, bevor er wieder losgeht, oder geht er einfach? Okay, er zappelt. Gut zu wissen. Was kommt dann noch alles von oben runter? Da waren Röhren. Ich habe Angst. Ach so. Ach so. Die kommen auch einfach aus Lust, wenn sie mal Bock... Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Nee, ist in Ordnung. Nee, ist klar. Ach so. So ein Ding ist das. Ja gut. Das ändert einiges an der Fluggeschichte. Dann versuchen wir doch jetzt mal die Feder zu behalten. Tschüss. Aufpassen, nicht in der Nähe von den Röhren zu bleiben, also nicht unter den Röhren zu bleiben. Dann sollte das alles funktionieren. Das Feuer macht mir jetzt noch ein bisschen Sorge. Ist das random oder ist das gesetzt? Das scheint mir random zu sein. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Haken? Oh, da hätte ich wahrscheinlich rangemusst, aber so geht's auch. Okay. Oh mein Gott. Kann ich bitte da durch? Dankeschön. Oh. Gib mir das. Ich muss den erledigen, ja? Ich muss den erledigen. Okay. Wie soll ich den... Danke. Will das mal den Magic Cooper loswerden eigentlich? Junge. Jetzt komme ich an den Magic Cooper ran. Nice. Und er sollte doch jetzt nicht das Problem sein. Jetzt kann ich doch sogar sein Gefährt holen mir, ne? Und dann kann ich doch hier... Nein! Nicht raus! Dann kann ich doch den hier machen. Oh, guck mal, was Counter spielt. Verstehe ich gar nicht. Vielleicht aus. Dankeschön. Mein Gott. Kann ich das Ding durch die Tür durchnehmen? Bestimmt nicht. Es hört nicht auf. Ah ja. This is my first level und dann baut er so einen riesen Drum. Nach dem Boss wäre halt echt ein gutes Ende gewesen. Aber nein. Wir brauchen nochmal einen Unterwasserwickler. Nee, ist okay. Also der zerreißt mich ja, wie er da unter Wasser rumgurkt. Oh mein Gott. Jetzt wäre halt echt die Blume gut. Oh Mist. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Alles gut. Ich habe einen Pilz. Ich hatte einen Pilz. Okay. Also ich werde mich bemühen, die Folgen nicht allzu lang werden zu lassen. Ich weiß, die sind schon wieder 50 Minuten oder so. Stimmt. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Oh, ich dachte, ich kann unter dem durch. Ja gut. Der ist nicht so gesetzt, dass ich vielleicht mit ducken. Ich weiß nicht, wie hier... Ich weiß halt nicht, wie hier die Physik ist. Ob
es hier, wenn der da auf der Ebene gesetzt ist, ob es hier reicht, sich zu ducken. In SMW würde es reichen. Aber der kann ja sein, weil der so groß ist, dass der über der Reihe gesetzt ist. Weiß nicht, ob man... Ach, Mist. Ich weiß nicht, ob man die Block... Ja, der ist zu weit unten, man sieht's, man sieht's. Ich teste es trotzdem mal aus. Aha! Okay, guck mal, da haben wir wieder was gelernt jetzt, ne? Oh Gott, lass mich in die Röhre. Yes, tschüss. Ja, klar. Ja, klar. So, gib mir das. Ah, das wollte ich nicht. Nice. Ciao. Oh mein Gott. Wir haben ein 0% Level abgeschlossen. Yay. Oh, ich mag das Spiel jetzt schon. Ah, es ist echt gut. Ich frage mich gerade ein bisschen, warum ich den Mario Maker geskippt habe. Es ist echt gut. Passt. Will ich das jetzt schreiben? Nein. Ich wollte sagen, some parts are a bit strange, but for your first level it's fine. Aber ich gebe ihm im Herz, das reicht. Schlagwörter. First level. Gibt es first level? Nein. Nein, es ist nicht kurz und knackig. Definitiv nicht. Okay. Gut. Dann sind wir für immer Erster bei diesem Level. Toll. Ich habe was erreicht. Yay! Ich erhalte dafür den Blooper Sitter Rock. Was? Was ist das denn? Ach, und natürlich ist es auch ein Weltrekord, wenn man zum ersten Mal was schafft. Ja, Mensch. Was? Ah. Ach, das ist jetzt die Kleidung, ne? Ah. Guck mal. Ich habe einen Hut. Oh nein, nein, nein. Okay. Echt nicht. Nein. No way. Das ist der Blooper Sitterer, verstanden. Okay. Ach, jetzt muss ich wieder alles... Oh. Okay. Cool. Alles klar. Das heißt, wenn ich die verpasse, dann sehe ich das hier nochmal, ne? Da Errungenschaften. Ah, cool. Ach, dann schickt er mich da direkt hin. Okay, cool. Super. Wieder was gelernt. Okay, super. Dann schließen wir jetzt hier den Part ab. Sie sind, glaube ich, unter einer Stunde allerdings geblieben. Das ist okay. Das ist okay, damit kann ich leben. Dann hoffe ich, der ist synchron. Ich muss es mir gleich alles anschauen. Ich hoffe, es hat alles gepasst. Weil, wenn es gepasst hat, nehme ich gleich noch eine Folge auf. Und werde mir dann in der nächsten Folge mal den Abenteuermodus angucken. Ne? Das brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, wait. Kommt jetzt eine Cutscene? Ich brauche jetzt... Bitte nicht. Oh, verdammt. Das war nicht mein Plan. Oh nein, nein, nein. Okay, können wir das nachher machen? Oh nein. Skip. Zurück. Na gut, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.